Okay. Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße ganz besonders unseren heutigen Gast, nämlich Dr. Michael Blume, den Beauftragten des Landes Baden-Württemberg gegen Antisemitismus, der sich auf unsere Einladung bereit erklärt hat, heute bei uns vorzutragen, zum Thema Liberalismus und Verschwörungsglauben. Herzlich willkommen, Herr Dr. Blume, dass Sie heute bei uns sind. Wir sind alle ganz gespannt auf Ihren Vortrag und ich bin ziemlich sicher, nach allem, was ich jetzt im Moment schon weiß, dass das heute Abend ein wirkliches Highlight werden wird. Ich darf besonders begrüßen Frau Caroline Preißler, die Bundestagsabgeordnete aus Mecklenburg-Vorpommern, die, wie Sie nachher sehen werden, noch eine gewisse Rolle spielen wird. Herzlich willkommen, Frau Preißler. Schön, dass Sie uns zugeschaltet sind, dass Sie mit dabei sind in dieser Runde. Bevor wir aber mit dem Vortrag loslegen, darf ich Ihnen Herrn Blume ganz kurz und prägnant vorstellen. Herr Blume ist, wie gesagt, also im Moment Beauftragter des Landes Baden-Württemberg gegen Antisemitismus. Das ist er bereits seit dem Jahr 2018. Er hat aber ja schon eine längere Karriere jetzt hinter sich in den letzten, naja, nicht ganz 20 Jahren in der öffentlichen Verwaltung, vor allen Dingen eben im Staatsministerium. Durch diese unterschiedlichen Stationen will ich gleich durchgehen. Aber ich fange erst mal ganz vorne an. Herr Blume ist 10 Jahre jünger als ich, also fast 45. Noch nicht ganz, erst im Juni wird er das sein. Er ist in Filderstadt geboren und zwar nachdem seine Eltern ein Jahr in der Bundesrepublik lebten. Sie sind damals aus der Deutschen Demokratischen Republik freigekauft worden, wie das in seinem Wikipedia-Antrag sehr schön und dann in gewisser Weise auch schon eindrücklich heißt. Herr Blume hat Religions- und Politikwissenschaften studiert an der Universität Tübingen. War dann bei der Landesbank Baden-Württemberg angestellt, hat dort eine Ausbildung als Finanzassistent gemacht. Im Jahr 2003 schloss er seinen Magister ab und im Jahr 2005 promovierte er mit einer Dissertation zum Thema Neurotheologie. Also alleine der Titel hat mich schon sehr fasziniert. Da bin ich wirklich gespannt, was Sie mir dazu sagen können. Ich glaube, ich muss mir unbedingt dieses Buch anschauen. Neurotheologie, Hirnforscher erkunden den Glauben. Eine absolut interessante Forschungsarbeit muss das einfach sein. Also ich kenne Sie noch nicht. Sie verzeihen mir, dass ich Sie noch nicht kenne. Aber das ist absolut interessant, dass Sie zu diesem Thema arbeiten. Ich habe eben gesagt, dass Herr Blume verschiedene Stationen in der öffentlichen Verwaltung, vor allen Dingen im Staatsministerium, hinter sich gebracht hat, sie durchlaufen hat. Er ist seit 2003 im STAMI in Baden-Württemberg, ist im Juni 2010 zunächst Leiter der Stabsstelle der Staatsrätin für interkulturellen und interreligiösen Dialog sowie gesellschaftliche Werteentwicklung gewesen. Seit August 2016 Leiter des Referats für nichtchristliche Religionen, Werte, Minderheiten, Projekte Nordirak im STAMI. Von März 2015 bis Juli 2016 leitete er auch die Projektgruppe Sonderkontingent für besonders schutzbedürftige Frauen und Kinder aus dem Nordirak und ist eben seit März 2018 der Beauftragte gegen Antisemitismus. Herr Blume ist verheiratet und Vater von 3 Kindern. Und auch wenn ich das auch richtig recherchiert habe, ist er verheiratet mit seiner Frau Zera, die eine türkischstämmige frühere Mitschülerin ist, also eine langjährige Verbindung, die beide haben. Und was auch, wenn Sie Herrn Blume ein bisschen recherchieren, googeln, sich anschauen, was er so alles gemacht hat, dieses Thema, das er uns heute Abend auch in gewisser Weise nahebringt, zieht sich durch seine Vita von Anfang bis Ende durch. Also sozusagen mit der Mitschülerin immer wieder in der Interaktion auch mit anderen Religionen. Also von daher jemand, der sich bei diesem Thema ausgesprochen gut auskennt, prädestiniert ist einerseits für den interreligiösen Dialog, aber andererseits eben auch für die Verschwörungstheorien und die Probleme, die sich dabei jedes Mal stellen. Wir sind sehr, sehr gespannt, Herr Blume, auf Ihren Vortrag. Wie gesagt, er trägt den Titel Liberalismus und Verschwörungsglauben.
Vielleicht ist der Anlass heute besonders günstig gewählt, nachdem die Schweizer gestern das Burka-Verbot auch noch in einem Referendum verabschiedet haben. Also alle diese Themen sind ja irgendwo relevant, auch für unsere Diskussion. Wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns sind, Herr Blume. Sie haben das Wort. Ja, vielen lieben Dank, lieber Herr Feld, liebe Frau Dinter, meine Damen und Herren, ich freue mich wirklich außerordentlich, heute Abend bei Ihnen, mit Ihnen zu sein. Ich werde es nachher kurz erzählen, weil mich mit nicht nur dem Liberalismus allgemein, sondern besonders mit der Freiburger Schule sehr vieles verbindet. Und weil ich es normalerweise gewöhnt bin, dass Leute mich mit den Worten begrüßen, die eher so gestrickt sind. Herr Blume, Ihre Arbeit als Beauftragter gegen Antisemitismus ist doch super wichtig, aber machen Sie sie bitte woanders. Also normalerweise möchte eigentlich jeder gerne wissen über den Verschwörungsglauben, den Antisemitismus der anderen, Linke über Rechte, Rechte über Linke, Christen über Muslime, Muslime über Christen, Atheisten über Religiöse, Religiöse über Atheisten. Und da ist sozusagen das die seltene Sache, dass man sagt, ja, wie ist denn das eigentlich bei uns, in unseren eigenen Weltanschauungen, in unserem eigenen Milieu, wo ist es dort? Einige von Ihnen, die ich hier auch schon sehe, habe ich auch schon in der Vergangenheit gelesen und rezensiert, Herr Feld natürlich, aber auch, ich sehe Christoph Sprich zum Beispiel, sehr gute Doktorarbeit über Hayek, auch erkenntnistheoretisch, Herr Wannberg, also ich sehe hier Menschen, die auch schon beigetragen haben. Über YouTube sind uns weitere zugeschaltet. Das ist ja auch die Möglichkeit, dass man uns auch heute live auf YouTube sehen kann. Das sind so diese neuen Formate. Und bevor ich mit dem Vortrag mit klassischen Folien einsteigen möchte, hatte ich Frau Dinter gebeten und wir haben das gemeinsam hinbekommen, möchte ich Ihnen von der erwähnten Caroline Preißler zwei Videosequenzen vorspielen. Sie ist aus Mecklenburg-Vorpommern, dort in einer liberalen Partei aktiv, kandidiert für ein Parlament. Und sie hat die Corona-Tagebücher geschrieben, als sie selber an Covid-19 erkrankte. Also sie war selber betroffen und hat dann aber auch miterlebt, dass ganz viele Menschen geleugnet haben, dass es diese Pandemie überhaupt gibt. Sie hat dagegen dann anargumentiert und angesprochen. Und als wir in Konstanz diese großen Querdenken-Demonstrationen hatten, kam sie aus dem Norden. Wir haben uns getroffen in Konstanz. Ich war auf Einladung der jüdischen Gemeinden da. Und wir haben quasi gemeinsam da Stellung bezogen und sind für die Demokratie und auch für die Wissenschaft eingetreten. Zumal heute auch noch der Weltfrauentag ist, habe ich gedacht, nee, also die Caroline, die sich da wirklich mutig reingestellt hat, möchte ich hier an den Anfang stellen. Und Sie werden jetzt sehen, es geht mir nicht in diesen Videosequenzen darum, Leute lächerlich zu machen. Es geht mir nicht darum, Leute vorzuführen, sondern Sie werden hier sehen, dass sie mit Menschen zu tun hat, die sich auf ihre Freiheitsrechte berufen, die eigentlich urliberale Anliegen, Selbstwirksamkeit, Misstrauen gegenüber dem, was angeboten wird, Misstrauen gegenüber staatlichen Organisationen formulieren, aber wo dann ein Dialog faktisch nicht mehr möglich ist. Also da bekommen wir quasi einen Live-Einblick und ja, wir würden es dann jetzt versuchen. Frau Dinter, genau, wir starten mal einfach die beiden Videos. Physiognomisch betrachtet, ne, ist die Nase der Selbstverwirklichungswillen. Über diesen Selbstverwirklichungswillen und dem Sprechorgan, den Mund, setzen wir jetzt ein Tuch drüber. Wir können uns nicht mehr selbst verwirklichen. Wir können nicht mehr sagen, was wir wollen. Also Sie sehen, Deutsche Welle, das ist ein Beitrag, eine Betroffene wehrt sich. Sie sehen hier Caroline Preißler im Dialog, wie sie mit den Menschen spricht. Und die eine hat sich jetzt darauf berufen, dass also die Masken ihr den Selbstverwirklichungswillen quasi wegnehmen und sie in ihrer Selbstverwirklichung und Ausdrucksform eigentlich urliberale Anliegen beeinträchtigen und sagt doch, ich kann doch nicht mehr sagen, was ich will. Eine andere wird noch etwas deutlicher. Bitteschön. Ja.
Ich bin Naturheilkundlerin. Ich glaube nicht zum Covid, überhaupt gar nicht. Und ich glaube, das sind die Zeit. Also brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Absolut nicht, keine Sorgen. Das freut mich sehr. Naturheilkundler fürchten keine Virus. Überhaupt keine. Dann haben Sie einen Kirchenlüge. Bezahlte Lüge. Ich finde das ganz schön kränkend, dass Sie immer wieder sagen, ich werde bezahlt, weil ich das ehrenamtlich mache. Das kränkt mich schon. Meine Gefühle treffen Sie damit schon sehr. Ich konnte das von Anfang an nicht glauben, weil wir unsere Kräutertinkturen im Schrank haben und die helfen. Und da ist jede Virusangst verflixt im Grund. Aber Sie verdienen bestimmt gut. Baden-Württemberg. Sie verdienen bestimmt gut. Ja. Ich bekomme kein Geld dafür. Ich mache das in meiner Freizeit. Vergünstigungen haben Sie. Da bin ich mir ganz sicher. Wie schade, dass Sie so schlecht von anderen denken. Ja, meine Damen und Herren, also Sie haben es jetzt gesehen, der zweite Beitrag, da wird also die Caroline Preißler wird da angegangen, sie werde ja wohl bezahlt, sie sei ja wohl Teil der Verschwörung und den Virus gäbe es gar nicht. Und ich muss Ihnen leider sagen, die Querdenkenbewegung wurde hier in Stuttgart gegründet, zielte von Anfang an eher auf ein gut verdienendes Publikum. Also das war von Anfang an ausgerichtet auf ein zahlungskräftiges Publikum. Diese Leute können wir nicht einfach als Rechtsextreme bezeichnen. Das sind Menschen, die würden das von sich weisen. Die würden sagen, ich bin Mitte oder ich bin sogar links. Das lasse ich mir nicht sagen. Und die haben in der eigenen Selbstwahrnehmung, verteidigen sie einfach ihre Freiheitsrechte gegenüber einer Pandemie. Wenn Sie an die Ursprünge des modernen Liberalismus denken, Mises zum Beispiel, der schon 1927 in seinem Urwerk Liberalismus sich auf den Arzt beruft, der also gute Vorschläge macht, das war sein Bild, auf das er sich berufen hat. Da hatte er natürlich noch die spanische Grippe im Hintergrund, die ja damals auch schon zu einer Ausweitung von staatlicher Tätigkeit geführt hat. Und Mises sagte gewissermaßen, der Liberale hat die Aufgabe, so wie der Arzt sich um die Gesundheit kümmert, so soll der Liberale für Ordnungspolitik eintreten, die Empfehlungen eines Arztes. Also Sie sehen, da finden immer wieder ähnliche Prozesse statt. Jetzt möchte ich gerne mit Ihnen in das Thema einsteigen und Sie ahnen es vielleicht schon oder merken es schon, ich möchte versuchen, Sie zu überraschen an der einen oder anderen Stelle. So, jetzt schauen wir, dass ich dann auch die richtige Präsentation anschalte. Ganz genau. Ich hoffe, Sie können es sehen. Ich hoffe, es ist also für alle erkennbar. Das Thema, das Sie mir gestellt haben, lautet Liberalismus und Verschwörungsglauben. Und ich richte es aus, zu Ehren natürlich vom Walter-Eucken-Institut, wo ich ja eingeladen bin, zu Sir Karl Popper, den ich für den bedeutendsten Philosophen des 20. Jahrhunderts halte, einer der großen Liberalen, Freund von Friedrich August von Hayek, der zum Beispiel die Unterscheidung von Theorie und eben Pseudowissenschaft begründet hat, Verschwörungstheorien als Aberglauben bezeichnet hat. Ich spreche heute bewusst von Verschwörungsmythen, weil es tatsächlich keine Theorien sind. Der zweite, den ich unbedingt erwähnen möchte, war der enge Mitarbeiter von Eucken und Freund Franz Böhm. Wir hatten gestern mit Ministerpräsident Kretschmann die Woche der Brüderlichkeit in Stuttgart, die christlich-jüdische Woche der Brüderlichkeit. Und Franz Böhm hat die mitgegründet. Er war nicht nur ein Gegner des Nationalsozialismus, ein Beteiligter im Widerstand, sondern auch nach dem Krieg einer der Wegweiser des jüdisch-christlichen Dialoges. Er war derjenige, den dann auch als Bundestagsabgeordneter später der Kartellgesetze mit Eucken gemeinsam ausgearbeitet, durchgesetzt hat. Und er war auch derjenige, der als Leiter der deutschen Delegation nach Israel geflogen ist und die diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und Israel wieder aufgebaut hat, weil er die moralische Autorität eben dazu hatte. Freiburg, ohnehin eine Stadt, in der sie beide Extreme haben. Sie haben auf der einen Seite übelsten Antisemitismus gehabt, Martin Heidegger als Rektor dann der Freiburger Universität. Aber sie hatten auch Gertrude Luckner beispielsweise, die bei der Caritas gearbeitet hat und Jüdinnen und Juden und andere Flüchtlinge gerettet hat.
deren Freiburger Rundbrief zu retten mir ein großes Anliegen ist, weil sie etwas Großartiges hinterlassen hat. Und sie haben eben den Franz Böhm, einer der Begründer der Freiburger Schule, der nicht zufällig auch den jüdisch-christlichen Dialog begründet hat und meines Erachtens noch deutlich unterschätzt wird in seiner Bedeutung für das bundesdeutsche Leben. Und dann eben Caroline Preißler, die Autorin vom Corona-Tagebuch, die ich gerade erwähnt habe. Ja, also steigen wir ein in die Thematik. Ich schaue, dass es jetzt sollte die nächste Seite kommen. Genau. Sie sehen hier eine Kurzvorstellung von mir. Ich wurde erwähnt von Herrn Feld. Ich bin 1976 in Filderstadt geboren. Meine Eltern waren aus der ehemaligen DDR. Mein Vater war wegen Republikflucht, wegen versuchter Republikflucht in Stasihaft. Er hat Folter auch erlitten durch das DDR-Regime, durch das Stasi-Regime. Meine Eltern waren keine Akademiker. Meine Mutter ist Krankenschwester. Mein Vater hat am Anfang Arbeit in einer Fabrik, dann angestellt. Er hat Zeitung ausgetragen. Und ich bin aufgewachsen mit einer riesigen Dankbarkeit gegenüber der Bundesrepublik, gegenüber einem freiheitlichen Staat, wo man reisen kann, wo man seine Meinung äußern kann. Bin nicht religiös aufgewachsen. Also ich war nicht getauft und das ist hier im Bibelgürtel rund um Stuttgart, ist das durchaus noch eine Seltenheit, wenn man gar keine Religionszugehörigkeit hat. Aber meine Eltern haben mir eben auch die Freiheit gegeben, da eben zu gucken, was zu mir passen würde. Ich war dann aktiv in der Jungen Union, im Jugendgemeinderat, in der CDU und bin dann ganz klassisch, wie sich das für einen jungen christlich-liberalen gehört, aber christlich noch nicht im konfessionellen Sinne, habe erst einmal eine Banklehre gemacht, Finanzassistent gelernt. Und war dann in der Volkswirtschaft in Tübingen, wenn man einen bestimmten Schnitt erreicht hatte. Als Finanzassistent durfte man studieren, ein sogenannter Spitzen-Azubi nannte sich das. Und das hatte ich erreicht. Aber in der Volkswirtschaft war ich todunglücklich über den Homo economicus. Ich habe den für unwissenschaftlich gehalten, für eine gehobene Form der Esoterik. Und ein Professor, der den sehr stark vertrat, der gab mir dann den Rat, ich solle doch Religionswissenschaften studieren, wenn ich also das Menschenbild klären möchte. Das habe ich dann auch getan. Ich habe mich dann später bei diesem Professor bei einer Hauptversammlung der Hayek-Gesellschaft bedankt für den sehr guten Rat, besser nicht eine abgemagerte VWL zu studieren, sondern in der Religionswissenschaft glücklich zu werden. Ich hatte ein Stipendium der Adenauer-Stiftung. Ich habe dann promoviert über Neurotheologie. Herr Feld hat es erwähnt, Religion und Hirnforschung. Das wusste ich damals noch nicht, aber das war durchaus auch schon ein Schritt in Richtung Hayek, der ja auch ein Buch darüber geschrieben hat. Herr Dr. Sprich ist da, der sich da auskennt, der seine Doktorarbeit wiederum in dem Bereich geschrieben hat, der eben auch gesagt hat, unsere Gehirne sind in der Evolution entstanden. Wir können nicht über Erkenntnis und über Wissen sprechen, ohne das zu berücksichtigen. Wir müssen sehen, dass wir eben keine Computer sind, sondern Säugetiergehirne haben. Und in denen entfaltet sich unser ökonomisches Denken, entfaltet sich unser rechtliches Denken, unser soziales, unser emotionales, auch unser religiöses und spirituelles. Da war ich sozusagen, ich habe das erst später entdeckt, dass das auch schon Liberale auf dieser Spur waren. Ich habe mir die Religiosität vor allem angeschaut. Herr Feld hat es erwähnt, meine Frau, die ich in der Schule kennengelernt habe, ist türkische Herkunft, ist Muslimin. Ich bin als junger Erwachsener dann Christ geworden. Sie war damals meine Verlobte bei der Taufe dabei. Wir haben inzwischen 3 gemeinsame Kinder und der interreligiöse Dialog kann also fruchtbar sein. Wir können das empirisch nachweisen. Und Sie sehen, Andreas Malessa hat auch ein Buch geschrieben, Eine Blume für Sarah, wo er quasi mal diese ganze Geschichte, wie kommt das eigentlich und wie war das und wo gab es Widerstände? Wir haben es einfach getan. Wir haben einfach die Möglichkeiten einer freiheitlichen Gesellschaft in Anspruch genommen. Wir wissen, dass es in Saudi-Arabien oder im Iran nicht möglich wäre, eine solche Ehe. In Deutschland ist es möglich, in der Europäischen Union ist es möglich. Und wir wissen auch leider, dass wir damit natürlich uns auch zum Ziel gemacht haben, bis heute von allen möglichen Attacken. Wer es jetzt vielleicht gesehen hat, vor wenigen Tagen hat mich ein Staatsanwalt wissen lassen in einer Einstellungsverfügung, man dürfe mich bedrohen, weil ich ja nun mal ein interreligiöses Leben führe. Die Stuttgarter Zeitung hat es betitelt mit Entsetzen über Dresdner Staatsanwalt. Also wir entkommen diesem Thema nicht. Das ist immer mal wieder
springt uns das an. Sonderkontingent 2015-16 habe ich geleitet. Wir haben 1.100 jesidische Frauen und Kinder aus dem Irak evakuiert. Darunter Nadia Murad, die Friedensnobelpreisträgerin, die spätere. Jetzt gerade heute hat es vielleicht schon jemand gehört, hat ja der Papst Franziskus gesagt, sie hat ihn eigentlich überzeugt, dass er jetzt auch in den Irak gegangen ist. Und ich erwähne das deswegen, weil eine größere Anzahl von Jesidinnen und deren Kindern, die wir aufnehmen konnten, aus den Händen des sogenannten Islamischen Staates heute in Freiburg leben. Also das Freiburg hat sich da als eine der Städte sehr hervorgetan, einfach auch in der menschlichen Hilfe für Menschen, die Opfer sexualisierter, traumatisierender Gewalt geworden sind. Auch dafür bin ich Freiburg für immer dankbar. 2018 wurde ich dann auf Vorschlag der jüdischen Gemeinden zum ersten Beauftragten gegen Antisemitismus. Es hätte der Bund wollte damit eigentlich vorausgehen, aber Sie erinnern sich, die Bundesregierung hat sich nicht so schnell gebildet. Da sind Koalitionsverhandlungen geplatzt und deswegen war Baden-Württemberg mal wieder schneller. Inzwischen haben wir sowohl auf Bundesseite, meinen Kollegen, der Dr. Felix Klein, wie auch in den meisten anderen Bundesländern, in Bayern zum Beispiel, den Ludwig Spänle, gibt es Kolleginnen und Kollegen, die von Regierungsseite gegen Verschwörungsglauben und Antisemitismus ankämpfen. Meine persönliche Auffassung ist christlich-liberal. Ich verstehe mich also tatsächlich als ein auf der einen Seite religiöser Mensch und auf der anderen Seite im Liberalismus verwurzelt. Und deswegen teile ich mit vielen von Ihnen einige Leiden, durch die wir gerade durchgehen. Die Krise des Liberalismus, die Krise, dass der Liberalismus durch Verschwörungsglauben geradezu zerspalten wird, ist etwas, das haben wir in Deutschland, das haben wir aber auch in den USA. Jetzt ganz aktuell in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein größerer Artikel, das bröckelnde Erbe des Liberalismus, freiheitliches Denken kriselt, wo also auch Hayek selber seine eigenen Arbeiten, sein Bündnis zeitweise, sein Flirt mit Diktatoren wie Pinochet, da in einen kritischen Gesamtsicht gesehen wird und vor allem das Auseinanderbrechen, die Krise der Hayek-Gesellschaft, der ich auch selber angehört habe. Bis 2015 habe ich auch noch bei Eigentümlich freigeschrieben. Ich war in diesen ganzen Verbünden aktiv. Ich war begeistert. Hayeks Text Religion and the Guardians of Tradition, seinem letzten großen Werk im Fatal Conceit, halte ich bis heute für eines der bedeutendsten Texte auch in der Religionsforschung. Aber ich musste eben auch sehen, dass das auseinandergebrochen ist, dass da immer mehr auch Rassismus, Antisemitismus aufgekommen ist. Es haben sich dann immer mehr Liberale verabschiedet und ich bin dann schließlich auch gegangen, als es gar nicht mehr ging. Und derzeit ist wieder ein Kampf zwischen den verbliebenen Liberalen und denjenigen, die ich beim besten Willen nicht mehr liberal nennen möchte, weil sie sich im Verschwörungsglauben verloren haben. Aber das Ganze ist eben nicht nur eine Sache, die nur in Deutschland stattfindet. Wir haben sie weltweit. Wenn Sie die Biografie von Barack Obama beispielsweise anschauen, wo er dann auch beschreibt, wie der Verschwörungsglauben das Land zerreißt. Und interessanterweise werden dort in den USA die Mittekräfte oder die Sozialdemokraten, wie man bei uns sagen würde, Mitte-Links als Liberals bezeichnet. Also die Sozialliberalen, die Linksliberalen gelten dort als die Liberals und auf der rechten Seite werden sie aber angegriffen, dass sie eben überhaupt gar keine Liberalen mehr wären. Also während bei uns der Vorwurf lautet, ja, Herr Feld kennt das, neoliberal, das ist das schlimme Schimpfwort, die Liberalen, die seien alle rechts, die Liberalen, die seien gnadenlos und sozialdarwinistisch lautet der Vorwurf in den USA, die Liberals, das sind die sind links, die sind politisch überkorrekt, die würgen die Freiheiten ab. Und man muss die Gesellschaft vor den Liberals schützen. Ein Autor, der das in den USA sehr heftig beschreibt, ist Patrick Deneen, Why Liberalism Failed. Er vertritt die These und die ist nicht einfach von der Hand zu weisen. Dieses Buch ist sehr schmerzhaft. Ich kann es trotzdem allen Liberalen empfehlen, weil es genau das tut, was wir nämlich tun sollen, die Dinge in Frage stellen. Er behauptet,
es ist gewissermaßen eine Problematik innerhalb des Liberalismus. Also Rechts- und Linksliberale, ja, Marktliberale und Sozialliberale oder wie man es nennen will, die gingen aufeinander los. Die würden sozusagen, der Liberalismus scheitere daran, weil die Flügel des Liberalismus beginnen, sich gegenseitig der Verschwörung zu bezichtigen. Also er würde sagen, oder er sagt, er schreibt, der Verschwörungsglauben bringt den Liberalismus zum Scheitern. Ich hoffe, dass er Unrecht hat. Ich hoffe, dass es uns gelingt, den Liberalismus zu erneuern, dass er auch im 21. Jahrhundert Bestand hat, aber seine Analysen sind nicht von der Hand zu weisen. Und wenn Sie sich anschauen, was in den USA mit der Grand Old Party geschehen ist, aber wie auch der moderate Flügel bei den Demokraten unter Druck gerät, dann sieht man schon große quasi Überschneidungen in den Entwicklungen. Ja gut, die Republikaner hatten ihre Republican Tea Party, in Deutschland hat es nur zur Werteunion gereicht, aber sozusagen der Grundansatz, dass sich also die Flügel, die liberalen Flügel radikalisieren und aufeinander losgehen, den sehe ich schon, dem können wir nicht einfach ausweichen. Ich sehe die Gefahr des Dualismus, die sehe ich mit Denin und die sehe ich mit Barack Obama und die, glaube ich, können wir auch bei uns in unserer Gesellschaft beobachten, dass sich der Liberalismus aufspaltet in diejenigen, die sagen, der Markt ist das Absolute, der Markt ist sozusagen das, was alles regeln soll und auf der anderen Seite diejenigen, die sagen, nein, der Gesellschaftsvertrag, der Leviathan, wie es bei Hobbes geheißen hat, die Menschen geben ihre Freiheiten auf, um einander zu beschützen und das wird dann immer kleinteiliger und immer enger und diese beiden prallen aufeinander. Denis nimmt es in einem schönen Bild, wo er sagt, in einer Stadt, und da könnte er wunderbar Freiburg nehmen, haben wir eigentlich einen Marktplatz in der Mitte. Und dieser Marktplatz, um den herum, da ist die Universität, da ist das Rathaus, da ist die Kirche, da findet das Leben statt. Der Markt hat eine Funktion, aber er frisst nicht den Rest der Stadt auf und er wird auch nicht vom Rest der Stadt erwürgt. Und genau das sei sozusagen das Problem. Auf der einen Seite quasi die Marktradikalen, die also dann alle Bereiche des Lebens nur noch unter diesem einen Marktaspekt, marktfundamentalistisch sehen wollen. Und auf der anderen Seite diejenigen, die sagen, der Staat, der muss immer kleinteiliger regeln und der muss alles vorschreiben. Erst dann ist Gerechtigkeit überhaupt möglich. Ich möchte jetzt nicht den Hans-Hermann Hoppe mit Thomas Hobbes vergleichen, das wäre deutlich zu viel der Ehre. Ich halte die Argumentation von Herrn Hoppe nicht für sonderlich originell. Ich habe es aber ausgewählt, weil es tatsächlich sozusagen dieses Dilemma zeigt. Er sagt, die Demokratie ist ein Gott, der keiner ist. Also er wirft quasi vor, dass hier auf der einen Seite eine Vergottung des Gesellschaftsvertrages, des Staates stattfindet und auf der anderen Seite aber reflektiert er eben nicht, dass man genau das Gleiche eben auch mit dem Markt tun kann, der auch kein Gott ist und der auch nicht alles regeln kann. Und die allermeisten Liberalen wissen auch, dass es nicht so ist und bewegen sich irgendwo in der Mitte davon. Aber dieser Dualismus zwischen diesen beiden liberalen Flügeln, zwischen diesen einfachen Modellen, der zerreißt die liberalen Verbände, der zerreißt die liberalen Parteien, der zerreißt vielleicht sogar das liberale Denken. Verschwörungsglauben ist also nicht nur ein Thema der anderen, sondern wir haben heute zu kämpfen damit, dass er unsere Weltanschauung im weitesten Sinne eben auch bedroht und befallen hat. In der Verschwörungspsychologie, dass Leute an Verschwörungen glauben, und wir haben am Anfang die Videos gesehen, können wir vier Stufen unterscheiden. Die werden eigentlich immer abgegangen. Das erste, der betrifft uns alle, den haben wir alle, ist das Blunting, das Abblocken. Wir alle müssen entscheiden, wann lassen wir unliebsame Fakten an uns heran. Niemand von uns schafft es, 24 Stunden am Tag über den Krieg im Jemen und die Klimakrise die Pandemie nachzudenken. Wir schaffen das nicht, wir müssen filtern, wir müssen auch sonst in unseren anderen Rollen als Ehemann oder Ehefrau, Freund, Freundin, in unseren Berufen und so weiter. Wir müssen quasi immer entscheiden, in welcher Situation und Rolle lasse ich die Dinge an mich heran. Das Problem ist, dass dieses Blunting, Abblocken auch zu weit getrieben werden kann. Erinnern Sie sich an die Dame, die gesagt hat, sie will keine Angst haben vor dem Virus, sie vertraut auf ihre Naturtinkturen und damit sei alles gut. Das heißt, hier wird das Abblocken zu einem Teil der Weltanschauung. Ich schiebe alles von mir weg, was ich nicht haben will. Alles, was mir Angst macht, das schiebe ich anderen zu.
Und dann landen wir schon beim zweiten, eben dem Dualismus. Das heißt, ich erkläre mich selber zu den Guten, den Reinen, und die anderen, das sind die absolut Bösen. Und genau das haben Sie auch in dem Video gesehen. Also es war für die Dame dann völlig klar, dass die Caroline Preisler bezahlt wird, obwohl sie mehrfach versichert hat, nein, ich bin ehrenamtlich hier, ich bekomme dafür kein Geld, war für die Dame klar, ja, das Böse muss ja woher kommen, diese Erzählung von dem Virus muss ja woher kommen, also muss das eine bezahlte Person sein. Und das ist tatsächlich verletzend. Caroline Preisler hatte Covid-19, sie ist da durchgegangen, sie hat sich den Menschen zuliebe in diese Debatte gestellt und wird dann beschuldigt, dass sie eine Verschwörerin sei. Und das ist die Gefährdung an Verschwörungsmythen. Anstatt, dass ich mich den unliebsamen Fakten stelle, schiebe ich sie jetzt ab, ich spalte sie ab und werfe sie auf die vermeintlichen Verschwörer. Dann landen wir schon im dritten. Da sind wir dann beim Antisemitismus. Das werde ich noch ein bisschen ausführen später. Antisemitismus, das Judentum war die erste Religion des Alphabetes, die erste Religion der Bildung. Der Begriff Bildung stammt direkt aus der Bibel. Ja, der Mensch ist nach Gottes Ebenbild geschaffen. Er soll ausbilden, was in ihm steckt. Da hat das seine Wurzeln. Deswegen beginnt das schon in der Antike, dass man sagt, oh, was ist das für ein Volk? Die sind alle so gebildet, auch die Mädchen können lesen und schreiben. Die töten ihre Mädchen nicht. Selbst wenn wir ihnen ihre Tempel zerstören, wenn wir sie verschleppen, dann bleiben sie trotzdem zusammen. Sie können sich Briefe schreiben. Mit denen stimmt etwas nicht. Und deswegen haben sie heute im Gegensatz zu anderen Formen des Rassismus, wo die angegriffene Gruppe abgewertet wird, wird dem Antisemitismus immer gesagt, oh, die sind besonders schlau, die sind besonders groß, die kontrollieren alles. Wir hatten die ersten antisemitischen Flugblätter zur Covid-19-Pandemie schon im Januar letzten Jahres. Bevor die allerersten Maßnahmen gegriffen haben, hat ein fundamentalistischer Prediger aus der Schweiz, der Ivo Sasek, organische Christusgeneration, bereits verkündet, dass er eine jüdische Biowaffe, die von Juden, George Soros und den Chinesen entwickelt worden sei, und es ziele darauf ab, die Weltbevölkerung zu reduzieren auf 500 Millionen Menschen. Andere behaupteten dann, das Virus existiere gar nicht oder es sei völlig harmlos, nur eine Grippe. Aber was all diesen Verschwörungsmythen zu eigen ist, sie verweisen immer wieder gerne auf vermeintliche jüdische Verschwörer, auf George Soros, auf die Rothschilds. Und wenn man keine Juden hat, dann erfindet man sich welche. Wir hatten zum Beispiel im ersten Halbjahr des letzten Jahres massive Suchanfragen, ob Christian Drosten Jude wäre, auf Google und dergleichen. Am Vornamen Christian können Sie erkennen, dass das eher unwahrscheinlich ist. Wir hatten aber auch hier in Stuttgart Schmierereien. Angela Merkel ist Jüdin. Das ist etwas, was ich auch im Irak sehr stark erlebt habe, wo es gar keine jüdischen Gemeinden mehr gibt. Haben mir die Leute erzählt, der Islamische Staat, das sei der israelische Mossad, und der al-Baghdadi, der damalige Kalif, das sei ein jüdischer CIA-Agent, Shimon Elliott. Das heißt, wenn Antisemiten keine Juden haben, erfinden sie sich welche. Und das macht das so gefährlich. Die Weltanschauung der Verschwörungsglaube wird abgedichtet. Und wie das Jonathan Sacks, der ehemalige Oberrabbiner von Großbritannien, großartiger Religionsgelehrter, ein Liberaler, der übrigens auch großartige Vorträge zum Liberalismus gehalten hat, mal formuliert hat, Antisemitism always starts with Jews, but it never ends with Jews. Also Antisemitismus beginnt immer bei Juden, endet aber nie bei Juden. Er richtet sich immer gegen die liberale Gesellschaftsordnung, er richtet sich immer gegen Dialog. Er behauptet, dass es eine Verschwörung gibt, die die Gewaltenteilung kontrolliert, die Medien kontrolliert, die Wissenschaften kontrolliert, die demokratischen Parteien kontrolliert. Im Antisemitismus ist kein liberales, kein demokratisches Leben möglich, weil die Leute tatsächlich glauben, dass alles von Verschwörung gesteuert wird. Antisemitismus ist illiberal. Und trotzdem ist er in den Liberalismus eingewandert. Die vierte Stufe erklärt das teilweise, das ist dann die Tyrannophilie. Wenn Sie der Auffassung sind, es gibt diese Weltverschwörung und Sie werden bedroht, Ihr Haus wird bedroht, Ihre Gesundheit wird bedroht, Ihre Familie wird bedroht. Bei den ersten Querdenker-Demonstrationen in Stuttgart schon im Mai war das ganz am Anfang, wurde schon verkündet, das Bargeld werde bedroht. Ja, das ist klar. Wenn Sie das schaffen, Schwäbinnen und Schwaben zu sagen, dass Ihr Bargeld von der Verschwörung bedroht ist, dann ist das ein ganz, ganz starkes Argument. Und dann rufen Leute nach einem vermeintlichen Erlöser, nach jemandem, der diese Verschwörung zerschlagen soll. Und dann landen Leute zum Beispiel in den USA bei Donald Trump, bei QAnon.
Aber ich kann uns das nicht ersparen. Auch ein Friedrich August von Hayek hat davon gesprochen, dass ihm im Zweifelsfall ein liberaler Diktator lieber wäre. Und er hat eben auch in der Abwehr vermeintlicher sozialistischer Verschwörungen mit rechtspopulistischen Kräften sich verbündet, wo wir heute sagen würden, das geht nicht. Also Tyrannophilie ist eine Gefahr für liberales Denken. Wenn wir uns einreden lassen, dass die vermeintlich kulturmarxistische Weltverschwörung so stark wäre, dass uns nur noch ein Tyrann vor ihr retten kann, dann haben wir den Liberalismus eigentlich aufgegeben. Antisemitismus und Tyrannophilie sind Zerfallsprodukte des Liberalismus. Wenn wir es bis dahin kommen lassen, über den Dualismus hinaus, dann verlieren wir das Recht, uns Liberale zu nennen. Was wäre ein Ausweg? Ich glaube, dass es möglich ist, und da wären wir auf den Spuren der großen Forscherinnen und Forscher des liberalen Denkens gewesen, dass zum Beispiel ein Friedrich August von Hayek gesagt hat, lasst uns in die Evolutionsgeschichte gucken. Lasst uns schauen, wie menschliche Kulturen, Zivilisationen entstanden sind. Und ich mache das nur ganz kurz. Ich will nur ganz kurz aufzeigen, dass Sie sehen können, dass wir das sehr gut erklären können mit dem heutigen Wissen. Sie sehen hier, dass die Kontinente auf unserem Planeten in Nord-Süd-Richtung ausgerichtet sind. Die einzige Ausnahme bildet der Eurasische Gürtel, das Gebiet der heutigen Seidenstraße, so wird sie später auch genannt. Hier haben wir eine Ost-West-Achse, wo in einer Klimazone Austausch stattfinden kann. Von Tieren, von Pflanzen, von Gütern, von Ideen. Alle Weltreligionen entstehen entlang dieses Gürtels, also nicht nur Judentum, Christentum und Islam, sondern auch Buddhismus, Hinduismus, die chinesischen Religionen, Konfuzianismus, Daoismus, alles das entsteht dort. Wir haben den Übergang zur Landwirtschaft auch zum Beispiel in Nord- und Südamerika und auch in Mesoamerika, in Mittelamerika, aber dort sind die jeweiligen Kulturen in ihrer Klimazone ein Stück weit eingesperrt und es ist deutlich schwieriger, sich darüber auszutauschen. Also nicht Hautfarbe entscheidet darüber, wo sich da Zivilisationen und Ideologien und Religionen, Weltreligionen entwickelt haben, nicht irgendwelche Genetik, sondern schlicht und ergreifend die Geografie. Und wenn Sie das anschauen, dann sehen Sie noch einen Unterschied. Auf der westlichen Seite haben wir auch noch das Mittelmeer. Das heißt, während auf der chinesischen Seite sich ein Zentralstaat entwickeln kann, der dann auch später sogar den Handel und die Schifffahrt untersagt und sich lange Zeit abschottet vom Rest der Welt, haben wir auf unserer Seite eben das Mittelmeer. Da haben wir gewissermaßen ein frühes Internet, ein frühes Vernetzungsorgan. Und Sie können es hier sehen. Hier entwickeln sich dann das Judentum und das Christentum als zwei prägende Religionen, wenig weiter davon entfernt dann auch der Islam. Auf dem Sinai haben wir die ersten Fund einer Alphabetschrift. Und ich sage es noch einmal, Antisemitismus, Semitismus hat nichts mit Rasse zu tun. Das Judentum hat Angehörige aller Hautfarben, ja, wie andere semitische Religionen auch, sondern der Sem, der Noah-Sohn Sem, war in der jüdischen Überlieferung der allererste, der eine Schule in Alphabetschrift gegründet hat. In Jerusalem soll das gewesen sein oder auf dem Sinai soll das gewesen sein, wo die Tafeln übergeben werden. Sie kennen die biblischen Mythen und Geschichten. Das heißt, hier findet die Medienrevolution statt, dass zum ersten Mal ein Schriftsystem entsteht, das von jedem Kind gelernt werden kann. Alphabetschrift, wir nennen sie bis heute nach dem hebräischen ersten beiden Buchstaben Aleph und Bet, Rind und Haus. Das macht die Revolution möglich. Das macht Bildung für alle Menschen möglich. Im Griechischen Alphabeta ist es dann, hat schon gar keine Wortbedeutung mehr. Und bei uns A, B, dann ist es nur noch ein Buchstaben. Obwohl Sie bei dem A, wenn Sie ihn umdrehen, den Stier noch erkennen können. Aber nicht nur das Schriftsystem entwickelt sich, evolviert kulturell, sondern auch das Geld. Es entsteht in Babylon im Kontext eines Staates. Es ist am Anfang ein Staat und eine Tempelverwaltung und da werden Gold und Silber definiert als Gabentauschgüter, noch nicht Warentauschgüter, sondern als Gabentauschgüter, mit denen Machtverhältnisse ausgeglichen werden. Und so breitet es sich aus. Der Schekel wird zum Beispiel dann auch in Israel verwendet, die babylonische Währungseinheit im Tempel von Jerusalem. Und wir bekommen in unseren Gebieten
in Kleinasien und dann in Europa bekommen wir zum Beispiel die Obolei-Münzen. Also wir haben bis heute im Obolus haben wir sie drin. Da sind die Stiere drauf abgebildet für das göttliche Opfer. Und wenn Sie sich einmal gefragt haben, warum fast alle Währungen, der Euro, der Dollar, sogar dann spätere wieder Yuan und so weiter, warum die immer diese beiden Striche drin haben, dann wissen Sie es jetzt. Das sind die beiden Hörner der Stiere. Aus den ursprünglichen quasi Medaillen für Opfer, aus dem Opfergeld entsteht die Tradition unseres Geldes. Die beiden Striche in den Währungen verweisen auf den uralten Stierkult und aus Staat und Tempel entstehen dann die Münzen. Wenn Jesus also der Rabbiner die Münze hochhält und sagt, schaut doch mal, wer drauf geprägt ist, dann hat er genau das im Blick. Ja? Also da haben wir auf der einen Seite die religiösen Münzprägungen und auf der anderen Seite die politischen Herrscher, wie zum Beispiel den römischen Kaiser, der sich aufprägen lässt in die Münze. Wir haben sogar im jüdischen Talmud die wunderbare Überlieferung, dass menschliche Herrscher nur Münzen prägen, wo alle gleich aussehen. Sie prägen immer nur ihr eigenes Antlitz auf die Münzen. Aber Gott habe es so eingerichtet, dass in jedem Menschen, nicht nur in jedem Juden, in jedem Menschen Gott sich gewissermaßen selber darstelle. Wir alle wären Münzen Gottes und unsere Vielfalt ist dann also ein Ausdruck der göttlichen Gnade und spricht für die Menschen. Also das ist zum Beispiel, was Sie später bei Hannah Arendt wiederfinden, wenn sie sagt, die Pluralität ist die Grundlage aller Politik. Ich will auch behaupten, sie ist die Grundlage des Liberalismus. Wir sind eben keine Klone, wir sind einzigartig. Und den Menschen, den einzelnen Menschen wird es nie wieder so geben, wie es Sie und mich und uns alle jetzt in diesem Moment gerade gibt. Und das gilt auch für alle, die uns auf YouTube gerade zuschauen. Also, Sie sehen, da entstehen die Grundlagen des Semitismus, Alphabetschrift, Bildungsorientierung, die Menschenwürde jedes einzelnen Menschen und das wird im Liberalismus säkularisiert. Wenn wir heute von Menschenwürde sprechen, wenn wir davon sprechen vom Homo economicus, dann handelt es sich um säkulare und ich muss leider sagen auch manchmal verkürzte Bilder des Menschen. Also während der Mensch im Semitismus sich immer bilden muss, immer weiterlernen muss bis ans Ende seines Lebens, ist der Homo economicus angeblich schon immer völlig rational und völlig allwissend. Außerdem ist er meistens ein verkleideter Mann. Es gibt keine Geschlechter. Es ist sozusagen, er altert nicht, er stirbt nicht. Da kann man also sehen, dass der Liberalismus, wenn man nicht aufpasst, zu einer sehr verkürzten und gefährlichen dualistischen Form des Glaubens sich herunterdiffundiert. Wenn wir es aber ernst nehmen von den Wurzeln her, dann ist der Liberalismus in der Alphabetschrift verwurzelt. Es wäre nicht denkbar gewesen, dass alle Menschen lesen und schreiben können, dass sich alle Menschen bilden können in Schriftsystemen mit Hunderten oder Tausenden von Schriftzeichen. Ich will das abschließend an einem festmachen, den Sie sicher schon mal gehört haben, einem jüdischen Jungen im Alter von 12 Jahren, war der 3 Tage im Tempel und hat mit den Schriftgelehrten diskutiert. Die meisten werden ihn schon mal gehört haben. Jesus war sein Name, Jehoshua im Hebräischen. Und dieser Junge hier, mit bedeutendsten Gemälde der deutschen Kunstgeschichte von Max Liebermann, einem jüdischen Maler, 1879 gemalt, Jesus im Tempel, wie er mit den Schriftgelehrten diskutiert und wunderbar herausgearbeitet. Man könnte allein über dieses Bild einen ganzen Abend sprechen. Das sind Laiengelehrte, das sind nicht professionelle Priester, die haben Arbeitskleidung an, die stehen im Leben, aber sie sind eben, weil sie schriftkundig sind, Lehrer, sind Rabbiner. Sie sehen, der junge Jesus stützt sich sozusagen, setzt Schrift um in das Wort. Die Alphabetschrift verwirklicht sich in dem Jungen. Und Max Liebermann hat ihn auch eigentlich gemalt als ein Arbeiterkind mit dunkler Haut und schäbigen Klamotten, wie es wohl historisch auch war. Aber man hat ihn dann gezwungen, den zu übermalen, ihm eine helle Haut zu geben, ein helles Gewand, Sandalen anzuziehen. Es gab einen Riesenskandal, dass man Jesus als Arbeiterkind gewissermaßen gemalt hat, als Handwerkerkind. Aber das war die Aussage von Max Liebermann. Durch Bildung kann jeder Mensch aufsteigen. Es kommt nicht mehr darauf an, dass man nur Erbe ist oder dass man nur quasi von vornherein irgendwie einem Adel angehört, sondern die Bildung erlaubt es jedem aufzusteigen. Urliberaler Gedanke. Ja, und dann
können wir auch sehen, breitet sich also diese Varianten des Judentum und dann auch des Christentum teilweise schon in Abgrenzung zum Judentum aus. Wir feiern jetzt gerade 2021 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, was eigentlich natürlich kontrafaktisch ist, weil es vor 1700 Jahren noch kein Deutschland gab. Es ist, meint sie, schlicht und ergreifend die Gebiete nördlich der Alpen. Und das ist genau der Punkt. Die Alpenregion ist die Region, wo gewissermaßen dann der Mittelmeerraum abgegrenzt wird. Wir haben dann später die Zentren wie Berlin, wie Paris, wie London und dann natürlich noch später die USA. Aber in der Alpenregion und in der Voralpenregion, dort entstehen diese ganzen liberalen Denkschulen. Hier wird auf der einen Seite gesagt, wir verwalten uns selber, wir wollen nicht von der Zentrale aus, wir wollen nicht von Rom oder von Berlin oder von Paris aus gesteuert werden, aber auf der anderen Seite eben auch leider Verschwörungsmythen. Wir haben also auf der einen Seite großartige Dinge wie die Austrian School of Economics und die Freiburger Schule. Ich würde in einem weiteren Sinne auch die Frankfurter Schule dazu rechnen, die aus dem Marxismus entstand, einem Scheitern des Marxismus, weil eben die Weltrevolution nicht in Deutschland stattgefunden hat. Und aber eben auf der anderen Seite eben auch der Antisemitismus. Adolf Hitler, der in Braunau geboren wird und in München nach der Macht greift, dann wiederum in Basel zum Beispiel der zionistische Kongress, der zur Gründung des Staates Israel führt. Also, Herr Feld, ich rufe Ihnen das zu, es ist kein Zufall, dass die Freiburger Schule Freiburger Schule heißt. Geografie spielt hier auch eine Rolle. Wir leben in einer Region, in der die Auseinandersetzung zwischen Zentrum und Peripherie schon immer stattgefunden hat und zu sehr viel kreativem Denken führte. Karl Popper, den ich so verehre, ist eben ein Wiener, der dann von den Nationalsozialisten nach Neuseeland vertrieben wurde. Das bringt es gemeinsam mit seiner Frau, bringt es ja so ein Stück weit auf den Punkt. Also da sieht man quasi, die Dinge haben ihre Geschichte. Ich bin damit am Ende angekommen. Und ich will eben sagen, dass ich glaube, der Liberalismus hat eine Chance, sich zu erneuern, nicht zu scheitern, wenn er sich erneuert, wenn er sich einlässt auf empirische Wissenschaft, wie das Antoinette Brown Blackwell, die erste Pastorin der USA, wunderbar, Evolutionsforscherin, hat Charles Darwin ein wunderbares Buch geschrieben, das er leider nie gelesen hat, Walter Eucken, Friedrich August von Hayek, der im Alter in den Rechtspopulismus, in den Dualismus teilweise abgeglitten ist, in die Tyrannophilie, aber der großartige Werke eben geschrieben hat zur Evolution, der gesagt hat, lasst uns historisch forschen, wie menschliche Kulturen entstanden und lasst uns aufpassen, dass wir nicht überziehen. Dann natürlich Karl Popper, den großen Begründer, nicht Begründer, aber Mitpräger evolutionärer Erkenntnistheorie, auf den wir uns heute alle berufen, wenn wir über Theorien sprechen. Meines Erachtens lohnt sich Popper-Lektüre immer. Er schreibt ein bisschen trocken, aber er hat einfach an ganz, ganz vielen Stellen recht. Und wenn er mal daneben liegt, dann freut er sich, wenn man ihm widerspricht. Er bedankt sich bei seinen Studenten, dass sie seiner Plato-Rezeption widersprochen haben. Und dann am Schluss eben natürlich Franz Böhm, Freiburger Schule, der sich zum Stiftungsratsvorsitzenden der Frankfurter Schule machen lässt, weil er nicht mehr zulassen möchte, dass sich rechts- und linksliberale Bewegungen gegeneinander ausspielen lassen, der auch bereit ist, mit Menschen, die mit einem marxistischen Hintergrund sich an einen Tisch zu setzen, mit ihnen zu diskutieren und zu arbeiten. Und übrigens, viele Liberale hatten eine sozialistische Phase, Popper zum Beispiel, auch in ihrer Jugend. Und Böhm gehört zu denjenigen, die auch den Dialog der Religionen stärkt. Der größte Freiburger war auch ein Frankfurter. Er überbrückt den Dualismus, der heute den Liberalismus so zerspaltet. Er war auch im jüdisch-christlichen Dialog prägend und sollte wiederentdeckt werden. Wir haben eine Chance, wenn wir Dialogorientierung neu auf unsere Fahnen schreiben, wenn wir entschieden alle Arten von Verschwörungsmythen abwehren, dann hat der Liberalismus eine Chance. Wir haben eine Chance, wenn wir begreifen, dass Menschen, Pflanzen, Tiere, dass alles eine Evolutionsgeschichte hat, dass wir unsere Modelle nicht übertreiben und nicht so tun, als hätte es jemals ein Homo economicus gegeben. Das ist bestenfalls eine Metapher, aber es ist keine empirische These. Wer heute noch Modelle mit dem Homo economicus erstellt, begibt sich in den Bereich der Esoterik und hat die empirische Wissenschaft hinter sich gelassen.
Auch Erkenntnis, Wissen, Rationalität können wir nicht verstehen ohne evolutionäre Erkenntnistheorie, wie sie Karl Popper ausgeprägt hat, wie sie Dr. Sprich, der heute dabei ist, zum Beispiel weiter bearbeitet hat und wo noch viel, viel mehr zu entdecken wäre. Es geht um Bildungsorientierung und Lebensentfaltung. Das höchste Ziel des Liberalen ist, und das wusste auch schon Hayek, ist eben nicht viel Geld, sondern ist eben die Entfaltung von Leben, von Lebensmöglichkeiten. Bildung ist großartig, ist eine Lebensaufgabe. Das bedeutet eben nicht, dass es nur aufs Einkommen ankommt. Und das bedeutet nicht, dass man ein Sozialdemokrat ist, wenn man ein Professor der Ökonomie geworden ist. Das wurde von Hayek vorgeworfen und Herr Feld kennt diese Vorwürfe auch. Im dualistischen Denken ist es dann so, jeder, der nicht Millionär wird, der ist ja dann ein Teil der Staatsverschwörung. Nein, das Entdecken von Erkenntnis, von Wissenschaft, Bildung, Leben, eine Familie, Glauben, all das hat im Liberalismus seinen Platz. Wir würden dann landen bei einem Verständnis von sozialer und ökologischer Märktewirtschaft, in der wir eben verstehen, dass es nie den Markt gegeben hat, sondern immer verschiedene Märkte und dass es sich lohnt, ordnungspolitisch zu gucken, wie wir zum Beispiel ökologische Effekte und soziale Effekte auch so in Ordnung bringen können, dass Menschen gut leben können. Es ist eben keine Externalisierung von Effekten, wenn wir durch die Verbrennung von Kohle und Öl unser Klima aufheizen, sondern es findet in unserem Lebensraum statt, in unserer Welt. Wir können nicht sagen, das geht uns nichts an. Wir brauchen mehr Ordnungspolitik, aber Ordnungspolitik, die dynamisch ist und die eben sieht, dass Leben immer sich in Vielfalt entfaltet, aber auch immer wieder neu herausgefordert ist und immer wieder neu auf Gefahren reagieren muss. Da braucht es mal eine Kartellgesetzgebung, da braucht es eine ökologische Gesetzgebung oder eine soziale, um Freiheit möglich zu machen. In Freiburg finden Sie den Marktplatz in der Mitte der Stadt und die Stadt ermöglicht den Marktplatz und der Marktplatz ermöglicht die Stadt. Falls es Ihnen langweilig war, haben Sie es mich nicht merken lassen. Ich habe zumindest bisher nur fröhliche oder freundliche Chats gesehen. Jetzt freue ich mich auf die Debatte mit Ihnen und hoffe, dass was Interessantes dabei war. Dankeschön. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Blume, für Ihren sehr eindrücklichen Vortrag. Ich habe eine ganze Reihe von Fragen und Anmerkungen, aber ich glaube, dass es die auch in der Runde gibt, die wir jetzt hier auf Zoom zugeschaltet haben. Wenn Sie Fragen stellen wollen, ja, Sie können das gerne mit Handzeichen. Ich versuche das dann auch so hinzubekommen, dass ich diejenigen, die sich melden, dann aufrufe. Aber das geht ganz genauso auch im Chat. Also wer mir im Chat irgendwas anzeigt, das ist genauso gut. Da haben wir genau die gleiche Möglichkeit. Wer möchte beginnen mit den ersten Fragen? Gar nicht zugehört, Martin. Was? Darf man nicht? Doch, Sie können jetzt, ja. Ich weiß nicht, wer freigeschaltet ist, aber irgendwer ist es und kann. Ah, Martin, bist du das? Martin Leschke? Ja. Willst du eine Frage stellen? Ja. Ja, dann leg mal los. Dann tue ich das. Herzlichen Dank für den Vortrag. Sie haben ja, wie ich finde, explizit und implizit eine Figur umschrieben, die wir Maßstabswettbewerb oder auch Yardstick Competition nennen. Sie haben zwar vom Austausch im Mittelmeer gesprochen, aber es gibt ja auch den anderen Austausch, dass man sieht, wie andere wirtschaften, wie andere Politik machen und wechselseitig voneinander lernt. Welche Rolle spielt das Konzept in Ihrer Anschauung? Halten Sie es auch, ich halte das für sehr wichtig, ich glaube, bei Ihnen nimmt es auch einen hohen Stellenwert ein. Ganz genau. Also da bin ich ganz bei Ihnen. Und gerade jetzt in meinem Fachgebiet der Religionsgeschichte ist es evident. Also zum Beispiel das Judentum übernimmt dann vieles aus dem Zoroastrismus. Ja? Also das heißt, wir haben von vornherein und wiederum dort, als ich im Irak war, bei den Jesiden, da ist dann auch ganz viel Hinduismus dabei. Und bei manchen Fragen, zum Beispiel die Entwicklung des Sufismus im Islam, da haben wir ganz starke buddhistische Elemente. Also wir haben immer auch Austauschverhältnisse, ein gegenseitiges Lernen und Austauschen. Wir haben ja, ich konnte es natürlich nur andeuten, wir haben ja
einerseits den quasi den anonymen Warentausch, aber davor, und das machen wir ja alle auch in unseren Familien und in unseren Freundeskreisen, den sozialen Gabentausch, wo Menschen sozusagen miteinander sozial interagieren und wir unseren Kindern keine Rechnungen stellen, wenn wir ihnen ein Geschenk machen, sondern soziale Verhältnisse gegenseitig bekräftigen. Also das halte ich für ganz, ganz entscheidend. Der Mythos, dass zum Beispiel Geld einfach entstanden sei in einem absoluten Markt und dann später korrumpiert worden sei durch Verschwörer, ist Quatsch. Das gibt die Geschichte von Geld nicht her, sondern er entsteht aus dem Gabentausch und entwickelt sich dann immer weiter und ermöglicht dann die Herausbildung von Märkten. Und das ist ein Austauschprozess, der über Kulturgrenzen hinausgeht und der auch heute noch nicht abgeschlossen ist. Also ich würde sogar sagen, das war nicht nur in der Vergangenheit wichtig, sondern ich würde sagen, das spielt auch heute noch eine ganz große Rolle. Sogar wir jetzt hier, wir kooperieren ja gerade, indem wir miteinander Wissen austauschen und nicht, indem wir auf einem Markt uns sozusagen gegenseitig hoch oder runter handeln. Insofern bin ich da ganz bei Ihnen und freue mich, dass wir da sozusagen von unterschiedlichen Perspektiven was Gemeinsames entdeckt haben. Gibt es weitere Fragen? Martin, bist du zufrieden damit oder willst du nochmal nachhaken? Eine Sache würde ich noch nachhaken, und zwar, ich sehe das genauso, auch die Parallele zu Religionen. Ich sehe aber auch, besonders bei uns im Politischen, gar nicht so in Europa, aber auf der Welt, dass das natürlich auch zu Abschottungstendenzen führen kann, nämlich dann, wenn Machthaber Angst bekommen, dass ihre Freunde in Gefahr sind. Und dann okkupieren sie und lassen das nicht zu und unterdrücken dieses Lernen. Das sehe ich leider auch, und das ist dann die unschöne Reaktion auf diesen Maßstabswettbewerb oder das Lernen. Ganz genau. Ich meine, wenn Sie sich das anschauen, die eine der ältesten Schilderungen von Antisemitismus, zweite Buch Mose, ja, also der Pharao, der sich quasi der Angst hat vor den hebräischen Sklaven, die können lesen und schreiben, die haben viele Kinder, die töten ihre Mädchen nicht, ja, die Mädchen möchte er auch gerne behalten, er möchte nur die Jungs töten, das ist, hat in der Antike jeder verstanden, warum das so der Fall ist. Und heute, aus heutiger Sicht würde man sagen, ja Mensch, warum lernst du denn nicht von denen? Warum lässt du dich dir denn, wenn du das Gefühl hast, die sind so gebildet, dann bilde doch dein Volk auch. Aber er will seine Macht erhalten. Er will sozusagen, uns entsteht dieser urfreiheitliche Mythos von der Befreiung aus der ägyptischen Herrschaft, entsteht in dieser Auseinandersetzung zwischen einem Herrscher, der sich auf Verschwörungsmythen beruft, und einer unterdrückten Gruppe. Wir haben heute natürlich, wir sprechen von Glokalisierung, auch Gruppen, die ganz umgekehrt sagen, also die Globalisierung bedroht mich, die macht meine Kultur, meine örtliche Kultur platt. Und dann haben Sie zum Beispiel Querdenkengruppen, die sich auf Telefonnummern, auf Vorwahlnummern berufen. Also da ist dann sozusagen, ja, da heißt dann Querdenken 711 und Querdenken 030. Das heißt, da wird dann gesagt, ja, hier, man nutzt zwar die neuen Medien, aber man fühlt sich bedroht von der Globalisierung. Man möchte nicht teilhaben, man hat Angst vor Dingen wie Freihandel und Ähnlichem. Und dann erzählt hier bei uns Querdenken 030 ein Mitglied der Werteunion in dem Fall, allen Ernstes, Covid-19 und Pandemie und Bargeldabschaffung seien zwei Seiten einer Medaille. Also da wird dann sozusagen, da wird dann die Regierung beschuldigt, Teil einer bösartigen Verschwörung zu sein. Also sie haben das in beide Richtungen, aber das Buch Moses, das Buch Exodus, das zweite Buch Mose, wäre für ihren Ansatz eine wahre Fundgrube. Und vom Buch Esther hatten wir es noch gar nicht. Mit dem Purimfest, da wird das auch nochmal mit dem Herrscher durchexerziert. Aber wir wollten ja heute nicht über Religion, sondern über Liberalismus sprechen. Ich bremse mich. Michael Bulgemuth. Ja, schön. Michael Blume. Schön, hallo. Dass wir uns da endlich mal wiedersehen. Ja. Corona macht es möglich. Genau. Nee, weil du auch gerade über Liberalismus reden wolltest und Verschwörungstheorien, würde ich gern fragen, es klingt ja als Thema sehr provokant und irgendwie auch ein bisschen paradox. Gibt es aus deiner Sicht eine Verbindung zwischen Liberalismus oder Libertarianism, das hat den Hoppe gezeigt, zu Verschwörungstheorien, und wie kann das überhaupt funktionieren? Das schien mir so ein bisschen, ich denke ja nicht, dass Hayek oder Popper Verschwörungstheoretiker seien, aber gleichzeitig sind wir beide aus der Hayek-Gesellschaft ausgetreten. Dafür muss es auch ein paar Gründe geben. Also erzähl noch mal ein bisschen, wie es Leute gibt,
gibt, geben könnte, die vielleicht mal aufrechte Liberale oder Libertarians waren und welche Art von Verschwörungstheorien in dieser Blase wohl und aus welchen Gründen am ehesten attraktiv sein könnten? Ja, also ich würde quasi sagen, geschichtlich ist die Gefahr dann immer groß, wenn Liberale ihre eigenen Wurzeln vergessen und in den Dualismus abgleiten. Und dann hast du also auf der einen Seite dann die Rechtsliberalen und für die ist dann jeder, der also auch nur ein bisschen sozialliberal eingestellt ist, ist dann schon ein Teil der Verschwörung. Die Marktradikalen, zum Beispiel ist es dann für Markus Krall, ist es dann so, dass er dann in seinem Buch dann tatsächlich allen Ernstes schreibt, die Kulturmarxismusverschwörung, die werde in Deutschland durch die Frankfurter Schule angeführt und diese Frankfurter Schule, die sei von böser Essenz. Also da geht es nicht mehr darum, dass Leute anders denken, sondern da sind sie Vertreter des Teuflischen, da sind sie Vertreter des Satanischen, da wird der Staat selber zum Bösen. Das hatte ich mit Hoppe deswegen angedeutet. Ich halte ihn nicht für so bedeutend als Denker, aber da wird das halt sehr, 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 sehr deutlich. Am heftigsten ist im deutschen Sprachraum erlebe ich das bei Tilman Knechtel zum Beispiel, der über die Rothschilds geschrieben hat und der also einen Verschwörungsmythos entwirft, wo sogar auch die Ayn Rand, ja, also wirklich jetzt eine Rechtslibertäre, sogar die sei Teil der Rothschild-Verschwörung. Und die Rothschild-Verschwörung habe den armen Adolf Hitler gezwungen, zum Zweiten Weltkrieg und zum Holocaust, um die Gründung des Staates Israel zu erzwingen. Und der beruft sich auf Liberalismus und auf Libertarismus. Und man kann auch mal gucken, wo der sich überall rumgetrieben hat. Das war sozusagen, also wir hätten ihm begegnen können. Der ist auch aus der gleichen Stadt wie ich, aber ist inzwischen aus guten Gründen in die Schweiz ausgewichen. Das machen Leute da gerne. Also das ist Antisemitismus pur, das ist ein Abkippen. Umgekehrt im sozialliberalen oder im linksliberalen Bereich hast du dann Leute, die sagen, ja, jeder, der liberal ist, ist eigentlich neoliberal und Neoliberaler ist eigentlich ein Faschist. Und dann wird also der Begriff Neoliberalismus ebenso dualistisch zu so einem Ding, da heißt es, das sind Sozialdarwinisten, das sind Faschisten. Und ich bin mir sehr sicher, viele hier haben solche Attacken dann auch schon erlebt, wo es dann gar nicht mehr möglich ist zu sagen, also es gibt doch immer auch mal bitte noch irgendwo eine Mitte, wo man über unterschiedliche Wege streiten kann. Und die gibt es eben im Dualismus nicht mehr. Da ist dann sozusagen, man selber gehört zur guten Gruppe und die anderen sind die absolut Bösen. Und natürlich haben wir eine Ausweitung von Staatlichkeit. Wir haben Überproduktion in vielen Gütern, ein Aufwachsen des öffentlichen Dienstes. Wir haben jetzt eine Pandemie. Das ist natürlich für viele Rechtslibertäre, ist das sozusagen ein Beleg dafür, dass das angeblich eine George Soros-Weltverschwörung ist. Und da kannst du es auch nochmal sehen, Michael. Es ist ganz interessant. Eigentlich Soros, der Popper-Schüler, der sein Institut Open Society Foundation lernt, der selber noch bei Popper gelernt hat, der Holocaust-Überlebender, der Milliardär geworden ist. Ausgerechnet der wird zur Hassfigur dann dieser Leute. Was ich ganz interessant finde, eigentlich nach liberalem Denken muss man sagen, Mensch, also wenn es einer durch solche Verfolgungen und danach noch und dann ein Schüler von Popper und dann ist er auch noch erfolgreich, dann sollten wir doch mal vielleicht gucken, was wir von dem lernen können. Stattdessen ist er einer der Lieblingsgegner all dieser Hassgruppen und spielte auch im US-Wahlkampf eine Rolle, wurde da herangezogen oder jetzt im sogenannten Great Reset Verschwörungsmythos. Also von dem her, da Dualismus ist die große Gefahr des Liberalismus. Und Dualismus entsteht, wenn wir aufhören, differenziert und historisch zu denken. Ich werde mal zwei meiner Fragen oder Bemerkungen los, Herr Blume. Also zum einen, ich finde, Sie gehen mit dem Homo economicus ein bisschen zu scharf ins Gericht. Ich bin ja in meiner Ausbildung unter anderem auch ein Schüler von Gebhard Kirchgässner, der ein wundervolles Buch, den Homo economicus, geschrieben hat und da deutlich macht, dass das, was in den frühen Semestern im VWL-Studium vermittelt wird, ja durchaus auch ein Zerrbild des Homo economicus ist. Und er arbeitet schön heraus, dass im Grunde ja nichts anderes angenommen wird, als dass es Menschen möglich ist, eine rationale Wahl zwischen unterschiedlichen Alternativen zu treffen. Wie rational das ist, wie beschränkt rational das ist, ist eine andere Frage. Aber es ist nicht
das perfekte Informiertsein oder Ähnliches, was wir so in den ganz frühen Lehrbüchern in den ersten Semestern drin haben. Und wenn Sie das mit heranziehen, dann wird dieser Ansatz eigentlich einer der wirkmächtigsten Ansätze in den Sozialwissenschaften dadurch, dass er unglaublich viel empirischen Gehalt befördert. Denn dieser theoretische Ansatz ist ja einer, an dem man sich sehr gut reiben kann. Also man kann so reagieren, wie Sie im Studium reagiert haben, in eine andere Wissenschaft ausweichen, die man für empirisch relevanter und aussagekräftiger hält. Aber man kann auch auf Basis des Homo economicus in der wirtschaftlichen Analyse die Analyse selber und die Kenntnisse immer weiter vertiefen und sich dann aber fruchtbar an diesem Ansatz reiben. Und deswegen kommt auch in unserer Wissenschaft ja so viel zustande. Das ist die Bemerkung. Die Frage, die ich habe, geht in eine ganz andere Richtung. Mir ist das selber mal passiert, dass ich einfach nur, weil ich den Namen George Soros habe fallen lassen in einer kritischen Diskussion, Antisemitismus vorgeworfen worden ist. Und ich habe daraufhin in einer kleinen Runde mit Michael Wolfsohn die Frage aufgeworfen, habe ich denn überhaupt die Möglichkeit als Deutscher mit all der Befangenheit, die wir aus unserer Geschichte haben, Israel zu kritisieren oder Menschen, die jüdischen Glauben sind und das als Exponate in der öffentlichen Diskussion auch immer wieder zeigen, zu kritisieren. Und wie mache ich das am besten? Er ist mir bis heute noch eine Antwort schuldig. Er hat mir das damals in der Runde nicht beantwortet. Und auch seine Assistentin, die mir dazu eine Anleitung sogar schicken wollte, hat mir nichts geschickt. Deswegen frage ich jetzt Sie, als Antisemitismusbeauftragter, können Sie mir da weiterhelfen? Ja, natürlich, selbstverständlich. Also nehmen wir die beiden Fragen, weil es sind ja eigentlich zwei. Also beim Homo economicus ist es tatsächlich, da bin ich tatsächlich, Hayek sprach ja vom Spectre, vom Gespenst. Ich würde Ihnen so weit entgegenkommen, dass wenn man genau weiß, dass es ein methodisches Modell ist und man sozusagen das begrenzt auf eine bestimmte Analyse, dann mag man damit arbeiten, so wie wir ja auch mit mathematischen Formeln arbeiten. Ich halte allerdings ehrlich gesagt nicht mehr viel davon, weil das Problem ist, dass es sehr viele Studierende zu einem Teil ihres Wesens machen und dann tatsächlich in so einen Dualismus abgleiten. Der Professor, bei dem ich das nachher damals gelernt hatte, und der ist dann einer der Mitgründer der AfD übrigens geworden. Und er hat sich später wieder von der AfD gelöst. Und es tat ihm dann schrecklich leid, was er da eigentlich für ein Monster quasi losgelassen hatte, weil er gesagt hat, das war dann nicht mehr liberal nach seinem Empfinden. Aber ich halte den Homo economicus sozusagen. Ich gebe ein Beispiel bei Richard Dawkins jetzt im Bereich der Religionskritik. Da haben Sie die Rede von der Mimetik. Also da haben Sie quasi den Anspruch, dass angebliche Meme, also sozusagen kulturelle Gene, die würden das gesamte kulturelle Leben erklären. Das war eine Metapher. Es gab ein Journal of Memetics, das musste wieder eingestellt werden, weil keine einzige empirische Studie auch nur Meme genau definieren konnte. Das ist so in den gleichen Dualismus abgekippt. Und deswegen würde ich sagen, da bin ich tatsächlich eher bei Hayek und eher bei Popper. Wenn sich ein Menschenbild nicht empirisch verifizieren lässt, ist große, große Vorsicht angesetzt. Und ich halte es für gefährlich, das schon im Grundstudium auf Leute loszulassen. Aber wir müssen ja nicht in jedem Detail einer Meinung sein. Aber der Homo economicus, ich kann sagen, ich bin froh, dass ich ihm früh begegnet bin, weil da habe ich an diesem VWL-Lehrstuhl, da lerne ich eben nicht, wie Wirtschaft funktioniert, sondern da lerne ich irreale Modelle, und das wollte ich nicht. Das Zweite, es gibt das sogenannte 3D-Kriterium. Also wenn man jüdisches Leben, wenn man israelisches Leben kritisieren will, das geht selbstverständlich. Und es gibt auch eine Menge Sachen, die ich an Israel kritisiere, und bin auch in Israel, und ich habe sowohl jüdische, christliche wie muslimische Freundinnen und Freunde, und Sie können sich sicher sein, es gibt auch in Israel eine lebendige, vielfältige Landschaft, und da wird auch demonstriert und gestritten, und da gibt es auch Nazi- und Antisemitismusvorwürfe noch und nöcher. Das Kriterium heißt das 3D-Kriterium. Kritik ohne zu dämonisieren, ohne doppelte Standards und ohne zu delegitimieren. Das heißt, wenn ich sage, George Soros, mir hat seine Spekulationsstrategie nicht gefallen,
dann kann ich das genauso sagen, wie ich das über einen Murdoch sagen kann. Aber ich darf eben nicht sagen, ja, das ist halt der typische Jude, der Geld abgreifen wollte. Doppelte Standards, wenn ich ihm vorwerfe, dass er ja durch Spekulation reich geworden wäre, aber nichts dagegen habe, dass der eine oder andere Schweizer Milliardär Nazi-Geld geerbt hat und die GUSA gegründet hat, dann wird es eben auch schwierig. Warum lege ich auf den einen den Standard an und auf den anderen lege ich den nicht an? Und die Delegitimierung natürlich, wenn ich sage, der Staat Israel darf gar nicht existieren oder jüdisches Leben darf nicht existieren. Ich sage das immer gerne in Vorträgen, fast zur gleichen Zeit wie wenige Monate Abstand, wie der Staat Israel, entstanden auch die Staaten Pakistan und entstanden auch die Staaten Burma bzw. Myanmar. Und ich kenne niemanden, der Pakistan oder alle Muslime boykottiert oder Myanmar und alle Buddhisten boykottiert oder denen das Existenzrecht abspricht. Diese Fixierungen gibt es immer nur mit Bezug auf Israel. Also wenn Sie diese 3Ds vermeiden, dann sind Sie safe und dann würde ich Sie im Notfall auch verteidigen, wenn das nötig sein sollte. Von dem her, 3D-Kriterium kann man auch nachlesen und ist eine ordentliche, gute, auch gut durchdachte Sache. Ja, vielen Dank. Das hilft mir sehr weiter. Vielen, vielen Dank. Gibt es weitere Fragen oder Bemerkungen in der Runde? Wer möchte noch eine Frage stellen? Ich gucke mal, ob im Chat jemand ist. Nee, also es sieht ganz so aus, als ob Sie alle ganz glücklich und zufrieden wären. Lieber Herr Blume, vielen herzlichen Dank für Ihren wundervollen Vortrag. Also ich habe sehr viel gelernt von Ihnen jetzt heute Abend. Vielen Dank für die Diskussion. Auch da sind viele Aspekte zusätzlich noch angesprochen worden, die mich sehr beeindruckt haben in der Debatte, die wir jetzt eben gehabt haben. Also vor allen Dingen auch an Martin und Michael den Dank, dass ihr gleich an diesen Punkten angelegt habt. Ich hoffe, dass es Ihnen heute Abend Spaß gemacht hat mit uns, Ihnen, Herr Blume, und auch den Zuhörerinnen und Zuhörern. Einerseits jetzt hier auf Zoom und andererseits auf YouTube. Wir wünschen Ihnen allen einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Danke Ihnen, alles Gute. War jetzt im Rahmen von 1700 Jahre jüdisches Leben, war es mir eine Freude, bei der Freiburger Schule mal zu Gast zu sein. Und ich bin mir sicher, auch über Twitter und YouTube, die Diskussionen werden weitergehen. Aber das ist doch ein gutes Zeichen dafür, dass jüdisches Leben, christliches Leben und auch der Liberalismus in unserer Mitte lebt. In dem Sinne, Ihnen allen einen schönen Abend. Alles Gute. Vielen Dank, Ihnen auch alles Gute, Herr Blume. Tschüss. Tschüss.